Hallo und herzlich willkommen zum Update Wirtschaft. Ja, das Ölembargo gegen Russland, wir haben es gehört, das ist lange undenkbar. Jetzt ist Deutschland aber darauf vorbereitet, sogar mehrere Jahre ohne russisches Öl auszukommen. Allerdings wissen wir noch nicht, welchen Preis wir dafür zahlen müssen. Wir Verbraucher und natürlich auch unsere Wirtschaft. Schon jetzt sind die hohen Preise eine große Belastung. Die steigenden Preise, die Inflationsrate über 7%. Die Energiepreise sogar noch stärker gestiegen, weit über 30% plus. Und auch zuletzt die Lebensmittelpreise, die sind kräftig gestiegen. Die Sorge ist eben bei vielen, wie man das auf Dauer bezahlen kann. Sorge aber auch, ob es bald an noch mehr mangelt. Öl, Speiseöl ist ja das Toilettenpapier. Zu Beginn der Corona-Krise ist jetzt das Öl, die Regale sind leer. Es gab da zum Beispiel einen Imbiss, der keine Pommes mehr angeboten hat, weil eben das Sonnenblumenöl knapp wurde. Aber es ist nicht nur das. Bei den Speiseölen werden noch andere Sorten knapp. Sojaöl wegen der Dürre in Südamerika, Rapsöl wegen der Missernte in Kanada. All das hat die Preise in den vergangenen 6 Monaten um 50% nach oben getrieben. Und jetzt könnte auch noch Palmöl knapp werden, weil Indonesien vor gut einer Woche ein Exportverbot verhängt hat. Und Indonesien ist der weltgrößte Exporteur von Palmöl und auch der größte Produzent. Schauen wir mal auf eine Grafik. 43 Millionen Tonnen produziert Indonesien, rund die Hälfte der weltweiten Produktion. Wenn das ausfällt auf dem Weltmarkt, das kann dann nicht mal Malaysia als Nummer 2 ausgleichen. Das Land kommt nämlich nur auf die Hälfte der Jahresproduktion. Und danach wird es dann richtig dünn, die Nummer 3, 4, 5 auf dem Weltmarkt. Thailand, Kolumbien, Nigeria, die sind da überschaubar mit ihrer Jahresproduktion zwischen 1 und 3 Millionen Tonnen. Palmöl wird also knapp. Da mag mancher denken, ist das wirklich wichtig für uns? Das wollen wir jetzt klären im Gespräch mit Bernd Biel von der Lebensmittelzeitung. Ja. Hallo. Schönen guten Tag. Was denken Sie? Muss uns das überhaupt kratzen, wenn Palmöl knapp wird? Das muss uns schon sehr kratzen. Sie haben es gesehen, 43 Millionen Tonnen. Zum Vergleich, die ganzen Lebensmittel in Deutschland zusammen sind 55 Millionen Tonnen. Alles, was wir zusammen essen. Das heißt, das ist eine Riesenmenge. Und Palmöl ist das wichtigste Öl, vor allem auch für die Lebensmittelindustrie. Und es ist in so vielen Stoffen drin. Und die Hälfte des Palmöls, was wir in Deutschland verbrauchen, wird auch hier zu gefördertem, subventioniertem Biodiesel verarbeitet. Also wir sind an so vielen Stellen von diesem Palmöl abhängig. Das wird sich massiv auswirken. Also könnte es auch sein, dass dann bestimmte Lebensmittel knapp werden, wie vielleicht der Nuss-Nougat-Brotaufstrich? Da ist jetzt besonders in einigen Sorten besonders viel Palmöl drin. Alles, das kann man als Verbraucher gut sehen, alles, was irgendwie zart schmeckt und zart schmelzt, aber auch alles, was gut als Gleitmittel für Mechanik dient, da ist Palmöl ein gutes oder der beste Ersatzstoff. Und die Unternehmen haben, weil das Palmöl ja vor ein paar Jahren in die Kritik geriet wegen der Umweltbedingungen und der Arbeitsbedingungen, haben viele Unternehmen auf Raps- und Sonnenblumenöl umgestellt. Jetzt müssen sie anhand der Preislage vielleicht doch wieder umdenken in die andere Richtung. Es ist eine ganz vertragte Lage und wenn Öl, Pflanzenfett jetzt fehlt, in einer Phase, wo die ganze Welt auf pflanzliche Ernährung setzt, ist das natürlich wirklich ein riesiges Problem, was sich noch auswachsen kann, wenn ein solches Embargo länger dauert. Kann das denn sein, dass jetzt auch dann die Preise noch mal teurer werden für die anderen Öle, weil man Ersatz sucht? Die Preise dürften auf diesem Niveau erstmal noch länger bleiben, bevor nicht irgendwo von irgendwelchen Märkten her Entspannung kommt. Und das ist, wie Sie ja auch schon sagten, im Moment nicht zu sehen. Das muss ja alles irgendwann wachsen. Und Palmöl wächst regelmäßig in den Tropen. Aber bei uns Raps und Soja wächst natürlich immer nur zu bestimmten Jahreszeiten. Jetzt ist so ein Land, was von so einem Rohstoff abhängig ist, wenn die jetzt plötzlich nichts mehr exportieren. Wie dramatisch wird das dann für die Leute da, für die Betriebe da, für die Menschen dort? Das ist wahrscheinlich sehr dramatisch für die Menschen dort. Also dieser Palmölpreisanstieg war ja erst durch die Knappheit in der Ukraine des Sonnenblumenöls verursacht. Und jetzt hat die indonesische Regierung eine solche Maßnahme getroffen, die ich für nicht sehr zielführend halte. Besser wäre es gewesen, sie hätten die Zusatzgewinne, die die indonesischen Palmölfirmen auf dem Weltmarkt jetzt erzielen können,
abgeschöpft oder teilweise abgeschöpft, um dann die eigene Bevölkerung zu stützen. Jetzt erzielt Indonesien keine Exportgewinne mehr durch Palmöl, zumindest solange das Embargo dauert. Und dieses Geld wird natürlich auch für alle anderen staatlichen Maßnahmen fehlen. Also ich finde das leider nicht sehr klug, was die da gemacht haben. Wie das dann? Oder beziehungsweise glauben Sie, das dauert länger? Wie lange kann man das dann durchhalten? Ja, ich finde, das ist natürlich auch ein gewisser Populismus, jetzt eine Maßnahme zu treffen, aber die dann einfach nicht zu dem gewünschten Ziel führen wird. Das muss man leider so konstatieren. Und ich hoffe schwer, dass die indonesische Palmölindustrie dann auch der Politik sagt, Leute, ohne Staatseinnahmen, ohne Exporteinnahmen geht das ganze Land noch stärker in die Rezession rein. Kann dann so ein Rohstoff vielleicht noch mal auch weltweit weitere Kreise ziehen? Also Pakistan und Bangladesch, habe ich gesehen, beziehen fast 80% ihres Palmöls aus Indonesien. Indien wiederum ist größter Importeur von Palmöl, um das dann auch weiter zu verarbeiten. Also wenn so ein riesiges Land dann eben sich auf anderen Märkten eindecken muss, das wird ja Auswirkungen in ganz vielen anderen Ländern haben. Ja, die anderen Märkte, Sie haben es ja gezeigt in der Statistik, die anderen Märkte stehen nicht zur Verfügung. Jeder, der die asiatische Küche kennt, weiß, die frittieren alles und zum allergrößten Teil eben in Palmöl. Und da wird die ganze Ernährungsweise dieser Länder, wird da in Frage gestellt. Das ist, als ob es bei uns keine Kartoffeln mehr gäbe, vergleichsweise. Das wäre dann wirklich ein Drama. Und wie auch die afrikanischen Länder kürzlich mit dem ukrainischen Weizen, diese ärmeren Länder trifft es wirklich massiv, weil die diese hohen Preise am Weltmarkt im Moment nicht zahlen können. Aber da ist leider keine Entspannung sichtbar. Sie haben es ja angesprochen, es hat ja Palmöl nicht unbedingt den besten Ruf. Aus Umweltschutzgründen, aber auch vielleicht gesundheitlich, müssen wir vielleicht am Ende froh sein? Nein, gesundheitlich habe ich gerade noch mal nachgelesen, sogar ein Ökounternehmen preist Palmöl für die guten Fettqualitäten, für die gute Fettzusammensetzung. Das Menschenrechts- und Umweltthema ist natürlich ein massives, aber auch der WWF hat schon ausgerechnet, wenn wir von Palmöl auf andere Öle achten, wie Raps oder Soja, ausweichen würden, bräuchte man dafür die vierfache Fläche. Palmöl ist einfach der effektivste Pflanzenfettlieferant der Welt. Und deshalb sind das natürlich auch diese Mengen, die weltweit im Einsatz sind. Was müssen wir jetzt noch erwarten? Thema Lebensmittelpreise, die weiter steigen. Was erwarten Sie da? Wir sind im Moment bei einigen Lebensmitteln ja schon bei 10-15%. Einige Stoffe, die jetzt meinetwegen durch Weizen oder eben durch diese Ölbestandteile noch teurer werden, können noch weiter steigen. Ob die Lebensmittelinflation bei 6-7% im Ende des Jahres bleiben wird oder ob es das noch auf 10 oder mehr hochgeht, kann ich im Moment nicht sagen. Es hängt natürlich sehr stark davon ab, ob ein Ukraine-Krieg in 1-2 Monaten vielleicht zu Ende ist oder ob dieses Dilemma diese Katastrophe noch ein Jahr weiter dauert. Das ist der maßgebliche Einflussfaktor. Die Preise könnten weiter steigen. Danke, Bernd Biel von der Lebensmittelzeitung. Dankeschön. Ja, angesichts der stark steigenden Preise, nicht nur bei Öl, sitzt das Geld eben bei uns allen nicht mehr so locker. Die Menschen in Deutschland haben ihr Konsumverhalten auch bereits geändert, hat eine Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov ergeben. Demnach sind 4 von 5 Befragten, also 81%, die sagen, sie schränken bereits jetzt ihren Konsum ein. 23% sparen sogar bei Lebensmitteln und anderen Produkten des täglichen Bedarfs. Und 48% sparen bei Strom und 41% heizen weniger. Ja, der Krieg in der Ukraine hinterlässt also seine Spuren auf weiter Ebene. Das wird eben sichtbar, lässt Waren knapp werden, das Leben wird teurer. Und dann wird der Krieg aber eben nicht nur mit militärischen Waffen geführt, sondern auch mit unsichtbaren Waffen in der digitalen Welt, nämlich mit Cyberattacken. Die töten zwar nicht unmittelbar, aber sie richten hohen Schaden an. Wie gefährlich das auch für uns werden kann, darüber spreche ich gleich mit einem Sicherheitsexperten vom Chaos Computer Club. Vorher aber ein kleiner Film über den Krieg im Verborgenen, den Cyberkrieg. Die ganze Welt ist vernetzt. Und hier in der Stille des Netzes führen aktuell vor allem Russland und die Ukraine einen Krieg im Verborgenen. Einen Cyberkrieg. Was ist ein Cyberkrieg? Cyberkrieg oder auch Cyberwar sind kriegerische Handlungen zwischen Hackergruppen im digitalen Raum. Er ist im Gegensatz zur wirtschaftlichen Cyberkriminalität politisch motiviert.
Ziel der Hackerarmeen ist es, durch gezielte Attacken vom Netz aus zum Beispiel Webseiten oder die kritische Infrastruktur des gegnerischen Staates zu stören oder lahmzulegen. Das ist keine bloße Theorie. 2009 verschaffte sich beispielsweise ein Cyberspionagenetzwerk mit dem Namen GhostNet Zugang zu vertraulichen Daten von Regierungen und privaten Organisationen in mehr als 100 Ländern weltweit. GhostNet kam angeblich aus China. Das Land stritt aber jede Verantwortung ab. Alles, was vernetzt ist, ist von außen angreifbar. Das wissen vor allem Unternehmen. Sie sind schon länger im Visier von Cyberkriminellen. Diese Angriffe sind eher wirtschaftlich motiviert, laufen jedoch nach dem gleichen Schema ab wie bei Staaten, erklärt der IT-Systemadministrator Niklas Schmidt aus Mainz. Er bietet Sicherheitsdienste für Unternehmen an, um zu verhindern, dass Cyberkriminelle in ihre Systeme eindringen. Es gibt mehrere Möglichkeiten, in ein System ranzukommen, entweder übers Internet, aber auch, wenn Sie zum Beispiel versehentlich einen Link anklicken, einen USB-Stick von einem Fremden benutzen oder vielleicht keine gesicherten Geräte benutzen, um auf irgendein System zuzugreifen. Wer ist betroffen? Auf Privatpersonen haben es Hackergruppen nach Angaben des Landeskriminalamts bei einem Cyberkrieg weniger abgesehen. Im Fokus stehen vor allem Unternehmen und die kritische Infrastruktur. Also Polizei, Feuerwehr, Krankenhäuser, aber auch Energie- und Wasserversorger. Sie alle sind vernetzt und können gehackt und lahmgelegt werden. Die möglichen Folgen? Stromausfälle, Funkstörungen, zum Beispiel bei der Polizei. Der rheinland-pfälzische Innenminister Roger Lewenz ist auf einen möglichen Cyberkrieg vorbereitet. Es könnte im Augenblick aus Russland kommen, ja. Darauf stellen wir uns ein. Und bisher können wir die kritische Infrastruktur sicher gestalten. Und das wollen wir auch in den nächsten Wochen und Monaten so tun. Doch der Cyberkrieg hat sich auch schon gegen Russland gerichtet. Die Hackergruppe Anonymous hatte in den ersten Tagen des Krieges russische Webseiten gehackt und Botschaften hinterlassen. Putin solle sofort den Krieg in der Ukraine stoppen. Welche Strategien gibt es gegen Cyberangriffe? Daniel Wolfinger von der zentralen Ansprechstelle Cybercrime des LKA Rheinland-Pfalz erklärt, dass es keinen hundertprozentigen Schutz vor Cyberangriffen gibt. Haben Sie schon Kontakt mit den Kollegen? Was heute gilt, muss morgen nicht mehr aktuell sein. Das ist leider so. Es wird immer wieder Schwachstellen in Software geben, die ausgenutzt werden können. Also von daher eine hundertprozentige Absicherung gibt es nicht. Aus diesem Grund rät IT-Systemadministrator Niklas Schmidt dazu, alle Systeme abzusichern. Das ist das, was er in Unternehmen auch tut. Die meisten denken, sie werden abgesichert. Es gehört zur Sicherheit ziemlich viel Disziplin auch. Also die ganzen Systeme müssen abgedatet sein. Regelmäßig muss die Infrastruktur getauscht werden. Regelmäßig müssen die Passwörter getauscht werden. Die Leute müssen geschult werden. Wenn ein Angriff erfolgreich war, werden die Strafverfolgungsbehörden aktiv. Das Landeskriminalamt versucht dann, die Angreifer ausfindig zu machen. Doch das ist bei Cyberkriminellen mit wirtschaftlichen Interessen schwierig. Die Herausforderung besteht darin, den Nullen und Einsen ein Gesicht zu geben. Quasi den Täter dahinter zu identifizieren. Weil grundsätzlich durch die vermeintliche Anonymisierbarkeit im Internet ist es halt für uns sehr, sehr schwierig, bestehende Spuren einer Person zuzuordnen. Das heißt, die Ermittlungen, die wir hier tätigen, sind langwierig, weil wir hier auch von Internationalität reden. Das heißt, wir beschränken uns hier nicht nur darauf, dass der Täter aus Deutschland heraus agiert und deutsche Unternehmen angreift. Fazit. Cyberkrieg ist ein Krieg im Verborgenen. Er findet im Netz zwischen Staaten statt. Täter sind nur schwer identifizierbar. Einen hundertprozentigen Schutz vor Angriffen gibt es nicht. Experten raten deshalb, IT-Sicherheitssysteme regelmäßig auf dem aktuellen Stand zu halten und Mitarbeiter zu schulen. Ja, ein Krieg im Verborgenen und 100% Schutz gibt's nicht. Es klingt nicht gerade wirklich sicher. Darüber werde ich jetzt genauer sprechen mit einem IT-Sicherheitsexperten Manuel Artug vom Chaos Computer Club. Hallo, Herr Artug. Hallo. Na, wenn wir nirgendwo sicher sein können, muss ich mich ja fragen, ist jetzt unsere Skype-Leitung überhaupt sicher oder können wir jetzt auch schon gehackt werden? Naja, grundsätzlich kann alles gehackt werden. Die Frage ist immer, wer ist der Akteur und was ist das Ziel der Mission? Und wenn man das eben beachtet, dann stellt sich eben die Frage, wer hat einen Mehrwert davon, diese Leitung jetzt zu hacken? Weil in der Wirtschaft sieht es ja ein bisschen anders aus. Da haben ja die Hacker durchaus lohnende Angriffsziele. Da sagen aber auch die Unternehmen oft, auch bei uns gibt es doch gar nichts zu holen.
Ja, das ist ein Trugschluss, weil man sich die Welt schön gestaltet. Aber es ist tatsächlich so, dass die beispielsweise Ransomware-Tätergruppierungen hochprofessionell agieren. Die haben auch eine sehr hohe intrinsische Motivation. Die machen viele 100 Millionen $ im Jahr. Und dieser Umsatz ist eben auch gleich Gewinn, weil steuerfrei. Und das motiviert die natürlich dazu, viele 100 Millionen dazu zu gesellen. Insofern kann jeder Angriffsziel werden, wenn er eben interessant für die ist. Jetzt haben wir gerade gehört, am Wochenende oder heute Sixt ist sogar Opfer eines solchen, einer Cyberattacke geworden. In welche Branchen kann das alles gehen? Wer ist da besonders gefährdet? Also es ist so, dass diese Tätergruppierungen wirklich durch alle Branchen quer gehen, denn die schauen nicht, ist diese Branche relevant oder ist dieser Akteur relevant, sondern die schauen, wo kann ich einfach einsteigen, weil eben keine Basissicherheitsmaßnahmen, keine Defensive, keine Resilienz aufgebaut wurde oder Cyberresilienz. Und wenn die dann noch schauen, wie viel Umsatz da gemacht wird, kann das sogar ein kleiner Mittelständler oder ein KMU sein, nicht nur ein Großkonzern. Und dann steigen die da ein, ziehen die Daten ab, verschlüsseln alles und anschließend bekommt man eben die Lösegeldanforderung. Man hat ja das Gefühl, es ist deutlich mehr geworden. Auch zahlenmäßig wird das ja belegt. Dann gibt es wahrscheinlich noch eine höhere Dunkelziffer. Womit hängt das alles zusammen, dieser massive Anstieg? War damals die Entscheidung, Programme aus der Cloud zu beziehen, also dieser Wechsel hin zur Cloud, ist das so der entscheidende Punkt gewesen? Tatsächlich eher nicht. Der entscheidende Punkt war, als Kryptowährungen wie Bitcoin auf den Markt gekommen sind, damit konnte man nämlich die gesamte Kette der Verwertung vollständig anonym und digital abwickeln. Ab da fing die Skalierung an. Das war circa 2017. Vorher gab es auch schon Lösegeldforderungen, aber nicht in der Skalierung. Und im Moment kümmern wir uns ja eher um Diskussionen wie, wollen wir offensiv vorgehen, wollen wir Hackback als Gegenangriff starten, aber das würde eben auch keinen der Akteure davon abhalten, vorher einzubrechen und nachher hackt man zurück als Vergeltungsschlag. Wir sollten tatsächlich den Fokus darauf setzen, vielleicht mal eine Art Mindesthaltbarkeitsdatum für Software zu definieren, dass es sichere Softwareentwicklung gibt, dass eben auch Enterprise-Software-Hersteller zur Abwechslung mal Systeme entwickeln und betreiben, die man auch sicher betreiben kann, ohne dass, wie im Film gezeigt, vorhin jeder Administrator sozusagen da händeringend jeden Tag rund um die Uhr eigentlich gucken muss. Es gibt sichere Systeme, aber das kostet halt Geld und das möchte nun mal nicht jeder haben. Ja, gerade mit Russland und Gefahr eines Cyberwars, da denkt man ja dann schon an so flächendeckendere Attacken. Gefahr eines Cyberwars, wie realistisch sehen Sie das? Also Cyberwar ist ein Begriff, der aus den bunten PowerPoint-Folien von alten weißen Männern kommt und der total schön aussieht, aber in der Realität gibt es keinen Cyberwar. Sie können mit einem Cyberkrieg nicht ihren Willen einem anderen Land politisch aufdrücken und nachhaltig durchsetzen. Dazu müssen sie schon noch Bodenbesatzungstruppen hinschicken. Das heißt, maximal gibt es ein Hybrid-Warfare, das heißt sowohl den kinetischen Wirkmittelkrieg als auch die Unterstützung im Cyberraum. Da kann man natürlich im Rahmen der Propaganda, Fake News etc. viel erreichen. Die großen cyberphysischen Angriffe, sprich Zerstörung kritischer Infrastruktur in Ukraine durch einen Cyberangriff, haben wir eben auch von den Russen oder anderen Akteuren nicht gesehen. Da werden immer noch Bomben draufgeworfen und dann gibt es eben keinen Strom und Wasser mehr und das ist nachhaltiger und effektiver. Allerdings muss man natürlich sagen, kann es Cyberangriffe auch in Ukraine oder in Deutschland und überall woanders geben, wenn eben ein Akteur das als Ziel sieht und stören möchte. Noch ganz kurz der Blick auf uns Verbraucher. Wir sind ja auch sehr gefährdet. Da ein kurzer Ratschlag. Also der beste Ratschlag ist, die Daten, die Sie wirklich vorhalten, an denen Sie liegen, beispielsweise die uralte Fotosammlung auf dem Handy, nicht einfach nur in die Cloud backuppen oder vom Hersteller sozusagen das automatische Backup nutzen, sondern wirklich selber runterkopieren aufs eigene System oder auf eine externe Festplatte. Alle die Daten von den Konten, die ich online benutze, die mir wichtig sind, die sollte ich tatsächlich selber lokal vorhalten. Dann bin ich auch sicher, dass sie auch nach einem Angriff auf das System des Herstellers oder auf mein System und damit auch des Herstellers, weil wenn dann gelöscht wird, ist eben alles weg, dass die dann noch da sind. Das hilft am meisten. Danke, Manuel Artok vom Chaos Computer Club. Vielen Dank.
Ja, die Unsicherheit und Sorge, die Russland verbreitet, die mit dem Krieg verbundenen Folgen, Knappheit von Rohstoffen, steigende Preise, Probleme mit Lieferketten, all das ist Bremsklotz für unsere Wirtschaft. Dazu kommt jetzt auch die Angst vor steigenden Zinsen und wie man die Inflation bekämpfen mag von Seiten der Zentralbanken. Für die Finanzmärkte nicht die besten Zeiten. Das wird eine turbulente Woche auch wieder. Und auf diese Woche schaue ich jetzt mit Jürgen Molnar von Robo Markets. Hallo, Herr Molnar. Guten Morgen. Ja, wir haben im Moment extreme Schaukelbörsen. Wird das jetzt weiter so gehen? Der Monat war ja im April katastrophal für die amerikanische Börse. Der Nasdaq, der Technologieindex, hat knapp 14% verloren. Das waren die größten Kursverluste seit ca. 2008. Und der Monat Mai, der für bekannt ist für das Sprichwort Sell in May and go away and come back in September, fängt ja jetzt gerade erst an. Also die Gemengelage ist schwierig. Die Stimmungslage eher negativ. Warum? Das lässt sich an diesem berühmten Fear and Greed Index ausmachen. Das ist ein Angst- und Gier-Index, der von CNN, der großen amerikanischen Nachrichtenagentur, ausgegeben wurde. Und dort werden Marktteilnehmer nach ihren Stimmungen befragt. Und was heißt das bei 0 bis 100? Bei 0 ist die Stimmung katastrophal und bei 100 totale Euphorie. Und der nähert sich jetzt schon wieder seinem Tiefskurs bei 15, ist im Moment aktuell 25. Jetzt schauen wir nochmal auf die Kurse des vergangenen Monats. Sie hatten es gerade angesprochen. Also es war ein extrem schwacher April. Wie Sie sagten eben, Nasdaq 13% minus, S&P, ein marktbreiter Index, ja mit 500 Werten, 9% minus und der Dow Jones immerhin 5%. Ich glaube, der DAX war da vergleichsweise nur mit 2% im Minus. Ist das jetzt schon sozusagen der schwache April schon der Vorbote für die nächsten Monate? Das ist wieder der berühmte Blick in die Glaskugel. Wir wissen es nicht, nur das ist jetzt erstmal eine Ansage. Und zum Beispiel in der letzten Woche haben ca. 80% der amerikanischen Werte im S&P bessere Ergebnisse erzielt als vorhergesagt. Also könnte ich mir vorstellen, dass die nächsten Tage es eher doch mal eine leichte Gegenbewegung nach oben bekommt. Schauen wir noch mal auf die Woche. Wichtigster Termin ist diese Woche wohl die Sitzung der amerikanischen Notenbank FED. Das ist ja schon gilt ja schon als eingepreist, dass da die Zinsen angehoben werden. Aber was ist da noch dann darüber hinaus zu erwarten? Die Zinsen sind eingepreist von einer Erhöhung von 0,5%. Das hieß, der Korridor wäre dann 0,75 zu 1%, und das ist eingepreist, und wir warten ab, wie die Aussagen des FED-Chefs Herrn Powell dann von der Börse, von den Marktteilnehmern gedeutet werden. Und es wird ja nun auch dahingehend wahrscheinlich gedeutet, was dann die Europäische Zentralbank macht. Wann kommt denn die in Zugzwang? Das ist eine sehr gute Frage. Die ist natürlich in Zugzwang. Sie haben ja schon erklärt, dass die Anleihekäufe beendet werden, und sie wird wahrscheinlich im Sommer reagieren müssen, aber warten wir mal ab auf die nächste Sitzung der EZB. Jeder weiß eben, das liegt auch an der Inflation. Man bekommt eben auch Angst, dass die Inflation aus dem Ruder läuft. Darum ja die ganze Diskussion. Wenn jetzt aber die Zinsen angehoben werden und wir haben eigentlich jetzt schon Sorge, wie kann die Wirtschaft das verkraften? Sind die Konjunktursorgen da nicht größer? Gut, die Notenbanken sind dafür da, die Inflation im Zaum zu halten. Sie müssen die Zinsen jetzt erhöhen, damit die Inflation ein Stück weiter nach unten kommt. Wie es weitergeht in der Ukraine, in der Gemengelage, das wissen wir nicht. Aber ich könnte mir vorstellen, dass das jetzt hilft, erstmal auf der Inflationsfront etwas Entspannung ins Spiel zu bringen. Jetzt sehen wir ja immer wieder, dass die Börsen sich auch ein Stück weit erholen. Also wir sehen vielleicht dann mal den ein oder anderen größeren Kursrutsch. Aber dann gibt es ja immer wieder Leute, die Aktien kaufen, sonst würden die Kurse nicht wieder steigen. Wer kauft denn da? Decken sich da die ganzen Profis dann billig ein? Ich würde mal sagen, das sind die sogenannten Schnäppchenjäger, die dann auf tieferem Niveau einfach mal versuchen, eine gewisse Bewegung mit nach oben zu spielen, wo man sagt, jetzt sind die Kurse erstmal unten, und dann versuchen sie an den nächsten 1, 2, 3 Tagen ihre Position wieder zu verkaufen. Aber ich bezweifle, dass im Moment echte Käufe von Institutionellen im Moment im Markt sind, sondern eher nur von schwachen Marktteilnehmern, die nur kurzfristig in das Geschehen eingreifen. Und die dann auch im Grunde die Börsen noch schwankungsanfälliger machen, die absolut zittrigen Hände. Absolut. Danke, Jürgen Molnar. Ich danke Ihnen. Robo Markets. Ja, es wird eine turbulente Woche, eben mit der US-Notenbank FED voraus, mit dem Kurswechsel beim Ölembargo. Erstaunlich war ja eigentlich nur, dass jetzt ausgerechnet
zum Start der Woche die Ölpreise in der neuen Woche gefallen sind. Und das wiederum hängt mit China zusammen und der strengen Corona-Politik dort. Denn das bremst die Wirtschaft und drückt die Ölnachfrage. Hätte also vielleicht dann doch was Gutes für alle Autofahrer. Jetzt geht's hier weiter mit den aktuellen Nachrichten aus Politik und Wirtschaft.